Herzlich willkommen zu einer weiteren Präsentation eines sehr wichtigen und bekannten Bewertungskatalogs für historische Wertpapiere. Diesmal geht es um den Katalog China's Foreign Debt und zwar von Wilhelm Kuhlmann. Dieser Katalog behandelt die chinesischen Auslandsanleihen und ja, ist für die Sammler chinesischer Auslandsanleihen die Bibel schlechthin. Der Katalog ist in englischer Sprache verfasst und wie wir hier sehen, sind einzelne Emissionen, einzelne Stücke immer abgebildet, die Geschichte kurz beschrieben und hiervon sieht man auch ganz wichtig die Kuhlmann-Nummer, die von eigentlich den meisten Auktionshäusern bei ihren Beschreibungen angegeben wird. Hier hinten sehen wir die zu erzielenden Preise, wobei man sagen muss, dieser Katalog ist nun mal fast 30 Jahre alt. Die Relation der Preise stimmt in den meisten Fällen noch, allerdings das Preisniveau ist bei vielen Sachen heute ein deutlich höheres. Wie gesagt, dieser Katalog umfasst die Auslandsanleihen Chinas. Es gibt noch einige wenige Stücke, die antiquarisch verfügbar sind von diesem Katalog und der Preis ist etwa 65 Euro.